Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Nerd von Medizin. Servus. Wir sind jetzt beim Video Nummer 2 zum Thema Hämoptysen, also Blutspucken bei Menschen, die nicht nur Blut spucken, sondern denen es dabei auch richtig dreckig geht, also kritisch kranke Menschen. Im ersten Teil, wir verlinken es wieder in einer Ecke, die ich mir nie merken kann, haben wir so ein bisschen über die Basics gesprochen. Also, was sind die Ersttherapien, Lagerung, Inhalation, Sauerstoff und was sind so unsere Indikationen zur Intubation? Und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Jetzt denken wir müssen den Menschen intubieren, weil es dem wirklich schlecht geht. Philipp, vorweg, was denkst du dir, wenn jetzt so bei dir die Option Intubation im Kopf ist? Was sind so deine ersten Gedanken? Was besprichst du mit deinem Team? Was muss dann sein? Also, dann ist mir klar, das ist eine äußerst kritische Situation, wo ich mich einerseits auf einen schwierigen Atemweg vorbereiten muss. Das heißt, da muss ich die entsprechende Expertise mir auch ans Bett holen, wenn ich sie denn selber nicht habe oder wenn sie denn irgendwo im Haus vorhanden ist. Also unbedingt den entsprechenden Leuten Bescheid sagen. Und mir muss klar sein, sobald ich das A gesichert habe, also der Atemweg gesichert ist, folgt B, nämlich dann muss ich irgendwie die Blutung ja adressieren. Ja? Und da muss ich mir eine Strategie für zurechtlegen. Da können wir ja gleich drüber sprechen. Aber in der Regel wird es in vielen Häusern jemanden geben, der das besser kann, also einen Bronchoskopiedienst. Und den muss man häufig anrufen, weil solche Sachen passieren ja immer in der Unzeit, irgendwann nachts. Und die Leute sind dann nicht direkt vor Ort und innerhalb von 3 Minuten verfügbar, sondern brauchen häufig eine Vorlaufzeit. Denkt deswegen daran. Ja? Also man intubiert ja nie, zack, 3 Minuten, sondern das dauert ja immer meistens ein bisschen, bis man eine Patientin vorbereitet hat, Equipment vorbereitet hat und so. Ruft also am Anfang die Hilfe, sodass sie dann da ist, wenn ihr sie auch braucht. Okay, guter Punkt. Also vorbereiten, schwieriger Atemweg, Expertise sowohl für den Atemweg als auch für B wie Bronchoskopie. Haben wir uns das ABC gleich mal umgestaltet. Okay, jetzt machst du irgendwas anderes bei Narkose oder so oder irgendwie für die Einleitung? Du hast schon gesagt, schwieriger Atemweg. Nee, eigentlich nicht, oder? Nee, genau, eigentlich nicht. Was ich mir vorher schon überlege, ist, dass ich weiß, ein Hustenstoß mit Blut, ja, und meine Optik ist weg. Das heißt, Videolaryngoskop auf jeden Fall eins nehmen, wo ich auch konventionell mit laryngoskopieren kann, sind ja die meisten. Das einfach antizipieren. Kleiner Tipp auch, man guckt ja in den Atemweg rein und man sollte auf jeden Fall einen Face Shield tragen. Ja. Das empfiehlt sich auf jeden Fall und denkt auch an den Eigenschutz, falls irgendwie vielleicht dann doch eine Infektionskrankheit im Raum steht. Daran sollte man, denke ich, sich nochmal erinnern, das Team auch darauf hinweisen und sonst wie immer. Jetzt sag mal, Philipp, ganz kurz, jetzt müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir reden jetzt schon über spezielle bronchoskopische Therapie. Das ist super, wenn ich jetzt im Krankenhaus bin, auf meiner Intensiv oder in unserem Schockraum oder wie auch immer, aber jetzt bin ich draußen auf der Straße oder im 78. Stock irgendwo in einem Wohnhaus und bin leider in der Situation, dass ich den Menschen dort intubieren muss, habe ich jetzt selten ein Bronchoskop dabei. Gibt es da noch irgendwelche Techniken, die dir noch einfallen, akut in dieser Situation? Entspannungstechniken und sich selbst beruhigen, ja, weil der Patient gerade ein Problem hat. Nein, man kann einfach mal den Tubus versuchen vorzuschieben und hoffen, ja, gerade dann, wenn es der Tubus wird ja, wenn man ihn vorschiebt, blind vorschiebt, in der Regel im rechten Hauptbronchus landen. Quasi zu tief vorschieben, ne? Genau, ja. Zu tief vorschieben und wenn dann die linke Seite betroffen ist, dann habe ich ihn im rechten Bronchialsystem versenkt und dann kann ich hoffen, dass das eben, dass er da sitzt. Ja. Mhm. Wenn ich ihn vorschiebe, dann das reine Blut rausläuft und der Patient wird immer schlechter, dann würde ich wieder zurückziehen. Dann kann man auch noch probieren, eben den Piep hochzudrehen. Eine entfaltete Lunge blutet häufig weniger als eine zusammengefaltete Lunge. Okay. Das kann man probieren. Und wenn mir halt das Blut aus diesem zu tief vorgeschobenen Ding entgegenkommt, dann gehe ich ja davon, also ne, ich schiebe den vor, gehe also davon aus, Mist, jetzt kommt mir das Blut entgegen, es ist doch die rechte Seite, dann kann man zumindest irgendwie so eine Rechtsseitenlagerung probieren, also oder bringt kann man, das kann man probieren. Ehrlich, in der Verzweiflung. Ja, genau. Mhm. Ehrlicherweise würde ich in so einer Situation, wenn ich merke, der Patient wird schlechter, würde ich draußen jetzt nicht, ich würde vielleicht einen Versuch machen, das zu optimieren und wenn ich es aber, also Ultima Ratio gibt es immer, da muss man sich irgendwas überlegen, dann würde ich immer versuchen, auf die betroffene Seite zu legen, irgendwie
nochmal versuchen, Tranexamsäure zu inhalieren oder irgendwie ins Bronchialsystem reinzugeben. Das sind hilflose Versuche. Letztlich muss man dann richtig Hackengas geben und gucken, dass man in die Klinik kommt und sich eher nicht draußen verkünsteln, weil ich halte das eher immer häufig für das Problem. Man denkt dann draußen, oh, ich probiere jetzt nochmal ein paar coole Sachen aus und dann nimmt man dem Patienten die 20, 30 Minuten, die er locker gehabt hätte, und vergeudet die mit Maßnahmen. Und vielleicht kann man dann wenigstens dann die Chance nutzen, dass man schon am Transport die Dramatik schildert, sodass eben nicht dort erst bei Eintreffen in der Klinik das Bronchoskopie-Team aktiviert wird, sondern dass die vielleicht wirklich schon ready to go stehen, um dort so irgendwie da Zeit zu sparen. Ne? Genau, also ehrlich gesagt, präklinisch wäre meine Maßnahme, jemand mit ernstzunehmenden Hämoptysen versucht, den so schnell es geht ins Auto zu bekommen. Im Auto dann, wenn es unbedingt notwendig ist, die Atemwegssicherung vorzunehmen, versucht es zu vermeiden, wenn es geht, hofft auf den guten Hustenstoß und fahrt so schnell es geht in die Klinik und sagt denen halt Bescheid, dass sie sich vorbereiten können. Okay. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Jetzt müssen wir doch schnell sein, oder? Weil du saugst in den Tubus rein, es kommt dir schon rot entgegen. Uiuiui. Genau. Ich habe eine Sache vergessen. Nehmt einen großen Tubus. Und oh ja. Warum? Das erzähle ich euch nämlich jetzt. Und zwar mit großen Tubus meine ich, ein 8er Tubus wäre eigentlich optimal, mindestens. Meistens kriegt man die auch platziert. Denn jetzt will ich in die Lunge reinschauen und mal gucken, wo blutet es denn genau und was kann ich dagegen machen? Und dafür nehme ich ein Bronchoskop und zwar möglichst eins, mit dem ich auch ein bisschen Saugleistung habe. Das sind also nicht die ganz kleinen, zum Beispiel 13er Bronchoskope, mit denen ich vielleicht mal irgendwo in eine Ecke reinschauen kann, aber die haben halt einen sehr kleinen Arbeitskanal, also auch wenig Leistung zum Absaugen, sondern da brauche ich schon ein großes 15er oder 18er Bronchoskop. Und dann gehe ich mal rein und dann schaue ich mal, ob ich irgendwie die Blutungsquelle erkennen kann. Also linkes System, rechtes System, also Hauptbronchus links, rechts. Und dann kann ich schon mal überlegen, selten, aber manchmal wird es so sein, dass mir das Blut quasi entgegenschwappt und ich kriege überhaupt gar keine Übersicht. Dann kann ich schnell für Ruhe schaffen, sorgen, indem ich einfach mit dem Bronchoskop in die nicht blutende Seite, also gesunde Seite, reingehe und den Tubus über das Bronchoskop auf die gesunde Seite vorschiebe, dann wieder blocke und dann habe ich die blutende Lunge erstmal abgehangen und kann halt die gesunde Seite dann ventilieren und kann mir somit Luft erkaufen. Wenn die Patienten und Patientinnen sehr, sehr kritisch sind, dann ist das häufig ein guter Weg. Andersrum, ich sehe irgendwie zum Beispiel rechter Unterlappen, ja, da blutet es und jetzt kann ich da ja Sachen drauf spülen. Und da gibt es letztlich drei Sachen, die ich spülen kann. Eine kalte Kochsalzlösung. Ehrlicherweise kalte Kochsalzlösung, das halte ich für so ein, also für Quatsch. Ich würde dann direkt auch Adrenalin drauf spritzen, zum Beispiel eine 1:10 Verdünnung. Auch da gibt es verschiedene Kochrezepte. Und das Ganze kann man ja auch kalt machen. Warum übrigens kalt? Weil dann kommt es zu einer Vasokonstriktion, dann hört die Blutung manchmal auf. Adrenalin hat denselben Effekt, aber auch noch pharmakologisch. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich erstmal mit kalter Kochsalzlösung und dann mit Adrenalin spülen würde. Ich würde das einfach direkt mit Adrenalin machen. 1:10 meinst du 1 Milligramm auf 10 Milliliter Aufzug? Ja, genau. Also, und da wird man dann 2-3 Milliliter topisch. Okay. Und wenn das dann noch kalt ist, dann hat man den Doppeleffekt. Okay. Und jetzt kann man auch noch Tranexansäure nehmen, die gute alte Tranexansäure, die hilft einfach immer. Und kann die einfach topisch geben. Da gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Dosiermöglichkeiten. Ich persönlich kenne die 1 Gramm Tranexamsäure auf 100 und das dann milliliterweise, also auf 1 Gramm auf 100 Milliliter und das dann milliliterweise geben. Die Evidenz für alle drei Maßnahmen ist jetzt nicht überragend, sodass man sagen muss, damit stoppe ich jetzt eine massive Blutung, ja, sondern damit kann man eher so kleinere Hämorrhagien dann manchmal lösen. Jetzt gehen wir mal so richtig in die High-End-Variante. Was gibt es noch für Tools oder was hast du da noch so anzubieten? Also jetzt gucken wir im Bronchoskop rein. Ne? Wir haben ja gesagt, Bronchus, also den Tubus vorschieben auf die gesunde Seite können wir machen. Wir können da topisch Medikamente geben, kalte Nazel, Adrenalin oder Tranexamsäure. Jetzt gibt es noch ein paar ganz coole andere Sachen, die man machen kann. Option Nummer 1 wäre, dass man einen Bronchusblocker platziert. Den muss man aber erstmal haben und dafür muss man auch den schon mal vorher verwendet haben. Das ist auf keinen Fall etwas, was ihr euch zum ersten Mal holen solltet und euch jetzt denkt, oh ja, gucke ich mal, was so abgeht. Ja, vielleicht auch noch mit einer Pflegekraft, die es noch nie in ihrem Leben gemacht hat. Weil da muss man so einen Y-Konnektor oben ansetzen. Das ist einfach was man vom Handling grob kennen sollte. Wie funktioniert das ganz, ganz grob?
gibt es verschiedene Systeme, aber so das am verbreitetsten ist eigentlich, da ist vorne so eine Schlinge dran, dadurch fädel ich mein Bronchoskop durch und dann durch die Schlinge kann ich dann den Bronchusblocker vorschieben. Das ist im Endeffekt nur ein Katheter, wo vorne ein Schlauch dran ist, also so ähnlich wie ein Minitubus. Den schiebe ich dahin dann vor, wo es blutet, blockiere den Bronchus, ja, und dann habe ich quasi das blutende Segment oder den blutenden Lappen abgehangen. Der ist schwierig zu platzieren, der wird auch häufig dann nochmal oder muss dann nachpositioniert werden, weil er verrutscht. Das heißt, damit muss man sich auskennen. Das ist Option Nummer 1. Option Nummer 2 muss man sich genauso gut mit auskennen, ist ein Doppellumentubus. Okay. Ja, ich könnte natürlich auch einen Doppellumentubus vorschieben und dann eben die betroffene Lunge einseitig dann ventilieren und die andere dann sogar bronchoskopieren durch das Lumen. Ehrlicherweise, Doppellumentuben, also super schwer zu platzieren, gerade dann, wenn man es noch nie gemacht hat. Mhm. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin safe, ich bin Anästhesist in der Thoraxchirurgie, ich mache das eh andauernd, ja, klar, super. Dann macht das. Ne? Aber dann werdet ihr auch wissen, was ein Bronchusblocker ist und gelangweilt dieses Video schon längst ausgeschaltet haben. Alle anderen, ja. Doppellumentubus ist nichts, was man zum Spaß mal hernimmt, weil man jetzt gerade einen kritischen Patienten hat und sich denkt, das wäre die Gelegenheit, wo ich jetzt mal ein Experiment starte. Macht das lieber nicht. Wenn ihr mit dem Die Realität wird ja eher so sein. Ihr seid verzweifelt, ihr habt jetzt rein bronchoskopiert, ihr seht da die Blutung, ihr habt versucht, topisch was drauf zu spritzen. Und wenn ihr Glück habt und nicht die Optik ihr irgendwie identifizieren könnt, wo es herblutet, dann geht ihr, schiebt ihr einfach das Bronchoskop vor in die sogenannte Wedge-Position. Das heißt, ihr dichtet quasi den Segmentabgang einfach ab mit dem Bronchoskop. Ja, zack, der steckt dann da drin. Nennt man Wedge-Position. Da bleibt ihr dann. Ja, ihr werdet nichts mehr sehen, weil das ja vorne blutet, aber ihr habt mit eurem Bronchoskop die Stelle abgedichtet und dann könnt ihr warten, bis jemand kommt, der sich dann damit auskennt. Und dann muss man eh überlegen, was macht man. Ja? Geht man in die Angio? Gut, so lange wird man nicht in der Wedge-Position bleiben, weil auch das Ding verrutscht natürlich immer wieder, aber dann habt ihr euch ein bisschen Zeit erkauft. Okay. Also das würde ich sagen, ist nochmal so eine der letzten Optionen. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, oder? Gerne, bitte. Ich schaue rein, finde ich die Quelle, die blutet, kann ich topisch probieren, blutet es massiv und ich weiß aber, welche Lungenseite blutet, dann schiebe ich den Tubus auf die gesunde Seite über das Bronchoskop vor. Habe ich einen Bronchusblocker zur Hand und ihn schon mal verwendet und kenne mich grob damit aus, kann ich den auf jeden Fall nehmen, coole Kiste. Bin ich Doppellumen-Tubus-Profi, dann nehme ich den, ansonsten mache ich keine Experimente und wenn ich die Stelle sehe, wo es blutet, sie aber nicht topisch gestillt bekomme, kann ich auch mit dem Bronchoskop in die Wedge-Position gehen, also einfach das Loch abdichten und dann warten, genau. Und häufig hört dann die Blutung auch auf, also dadurch, dass ich von oben Druck aufbaue, bildet sich dann ein Koagel und irgendwann ist es auch dicht. Ja, aber das sind Situationen, die will man natürlich nicht haben. Also, ja. Da kriegt jeder Schweißperlen auf die Stirn. Absolut, das hast du jetzt auch schon bei mir geschafft. Ich fasse dafür nochmal die Präklinik-Variante nochmal zusammen, nämlich Gas geben. Ja? Wir müssen ordentlich auf die Tube drücken, wir müssen die Leute so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen mit entsprechender Voranmeldung, auch in ein Krankenhaus, das eine Expertise hat, eine Pneumologie und vielleicht auch eben, also definitiv eine qualifizierte Intensivmedizin und ein Bronchoskopie-Team, das 24 Stunden bereitsteht oder zumindest erreichbar ist. Wenn wir intubieren, können wir manchmal in der Notfallsituation, wenn wir ganz verzweifelt sind, versuchen, den Tubus blind vorzuschieben und haben halt 50-50 Chance, den richtig zu platzieren. Und dann sind unsere Maßnahmen draußen auch relativ begrenzt. Dann lieber Zeit gewinnen und vielleicht ein bisschen Zeit sparen durch die Voranmeldung. Philipp, puh, das waren jetzt zwei Videos zu einem ziemlich bedrohlichen Szenario. Man muss sagen, die meisten Hämoptysen sind ja so ein bisschen, ich habe was in meinem Taschentuch, aber wenn es dann wirklich dramatisch wird, dann ist es für alle Beteiligten eine große Stresssituation und man braucht halt spezifische Expertise und auch Tools, um das am Ende lösen zu können. Da sind wir selten irgendwie allein die Heroes, sondern da braucht es ein ganzes Team oder eine ganze Reihe von Leuten, die da im Endeffekt den Ausschlag machen. So,
Wieder interessiert es mich, was sind eure Erfahrungen? Habt ihr noch irgendwelche Tricks, Tools, Techniken, die uns weiterhelfen können, wo wir von euch lernen können? Hattet ihr solche Situationen schon mal? Was habt ihr gemacht? Was hat vielleicht funktioniert und was auch nicht? Schickt uns Kommentare. Wir haben ganz gute Kontakte in die pneumologische Spezial- und Intensivmedizin. Da können wir durchaus Fragen an Expertinnen und Experten weiterleiten. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, teilen und liken und bis zum nächsten Mal bei Nerdfarm Medizin. Ciao. Ciao.